Seit die Berliner Band Tangerine Dream, die hier mit Geräten für 300.000 Mark durch einen englischen Kurort kurft, bei einer englischen Plattenfirma ist, stimmen die Auflagenzahlen. In England sind sie auf den Hitlisten, in Australien haben sie eine goldene Schallplatte bekommen. Dass die Musik generell im Ausland erstens nicht in derart dümmliche Kategorien eingeteilt wird wie bei uns. Das ist also diesen Unterhaltungssektor, dann den Kultur-, den ernsten Sektor gibt, sondern dass Musik generell einfach mehr integriert wird in die Bevölkerung. Und dass ich der Meinung bin, dass man hier in Deutschland die ganze Entwicklung, die sich hier vollzogen hat, innerhalb der letzten 3-4 Jahre völlig verschlafen hat. Und wenn jetzt im Ausland, speziell Amerika und England, immer mehr Gruppen, deutsche Gruppen, die Möglichkeit haben, ihre Sache zu machen, sie echt zu machen und dabei sehr stark unterstützt werden von allen Medien, so wacht man jetzt hier auf. Zwar, man notiert das, aber bis jetzt kann ich trotzdem noch keine Änderung feststellen.